Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch ein paar Drogeriefavoriten zeigen. Ich wollte das schon länger machen und dachte so, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, bis sich das Schneideprogramm installiert. Und dann kann ich das ja mal gleich ausprobieren. Und ich wollte euch Zahnpasta-Favoriten, also so Badezimmer, so ich weiß nicht in welcher Kategorie, Hygienesachen vielleicht, ein Pinselreiniger und sowas halt, ne? So Alltime-Favoriten, die ich immer wieder nachkaufe, sind das. Und ja, ich würde sagen, wir starten noch direkt ins Video. Zum einen habe ich eine Handseife, die habe ich erst kürzlich entdeckt, aber das habe ich mir schon wieder nachgekauft. Sollte ich demnächst bei Müller oder Rossmann sein, denn in dieser Woche waren sie gerade auf 77 Cent. Ich habe aber dieses hier nicht mehr gefunden, das hatte ich jetzt nur beim Penny gefunden. Wie gesagt, ich liebe das. Das ist von Duschstars, das Pflege plus Hygiene, das riecht so, so toll. Das riecht nach Baby. Nach so putrigen etwas. Eigentlich hat das was mit Darf zu tun. Ich finde, das riecht nach Darf. Also wer Bock hat, sich mal eine tolle Seife zu gönnen, trocknet die Hände nicht aus, ist wirklich Nachkauffavorit. Also sollte ich wieder mal irgendwo die sehen, werde ich sie auf jeden Fall mitnehmen. So, dann habe ich noch etwas Hip-Waschgel. Zum einen benutze ich das super gerne für meinen Sohn. Zum anderen habe ich das schon vor 10 Jahren für meine Tochter benutzt und für mich. Ich habe damit angefangen, meine Pinsel damals zu waschen, dann mein Gesicht, was für was ich das nicht, für welche Körperstellen ich das nicht alles schon benutzt habe. Ich liebe das, es riecht mega, mega nach, ja, so Kamille, so beruhigend. Es macht mir wahnsinnig Spaß. Ich kann euch das auf jeden Fall mal in die Linse halten, denn ich mag das total und ich kaufe das seit mindestens 10 Jahren nach. Ja, 10 Jahre. Dann habe ich ein paar Deos. Zum einen liebe ich mein Rexona Deo. Das habe ich aus Ende letzten Jahres für mich entdeckt. Hallo? Ja, es riecht so, so frisch. Shower Fresh ist das. Hat Aluminiumsalze. Ich brauche auch definitiv welche. Aber meine Achseln sind so weit empfindlich, dass ich das nicht immer drauf sprühen kann. Deswegen, ich muss immer gucken, wie es meinen Achseln geht, weil sie irgendwie so Knoten dann bilden, wenn ich so, ja, Deos in letzter Zeit benutze. Keine Ahnung, was da los ist. Auch einer meiner Favoriten, 8x4, das ist das Hollywood Deo Cranberry Wild Rose in Musk. Richtig, richtig geil. Das riecht für mich einfach wie ein Parfümersatz. Und wenn ich schwitze, obwohl es ohne Aluminiumsalz ist, rieche ich das immer wieder. Ich muss das Video jetzt machen. Das steht jetzt schon seit einer Woche. Ich will jedes Mal dazu es greifen, aber ja. Dann habe ich noch ein Favorit. Eigentlich geht es um die Serie Darf, denn das Wintercare habe ich noch gar nicht benutzt, sage ich mal. Mir geht es eigentlich um die Marke Darf. Ich mag fast alle. Ich habe schon alle durch, bis auf das Silberne. Ich finde, das Silberne, glaube ich, war das, was nach Kotze riecht. Das mochte ich nicht so. Das hatte ich auch selber nicht. Das riecht so ein bisschen nach Babykotze. Das Blaue ist ein absoluter Favorit. Auch das Grüne mit Gurke. Genauso wie das mit dem gelben Deckel. Das riecht so ein bisschen nach Zitrone. Das, ich mag die Darf Deos und auch unter den Achseln bin ich lange noch nicht so empfindlich wie bei allen anderen. Keine Ahnung, woran das riecht. Dann habe ich noch ein Favorit, Duschgast. Das habe ich auch im anderen Packaging schon. Ist auch ein Favorit und gerade das Träumeland, das habe ich jetzt nachgekauft, ist jetzt mein Backup sozusagen. Ja, ist genauso wie ein Parfümersatz, kann man immer wieder benutzen, ist antitranspirant, aber ohne Alkohol. Funktioniert bei mir auch ganz gut. Also wie gesagt, ich habe keine Probleme damit. Liebe ich. Und für mein Butter-Erschle kommt auch noch was. Das muss ich unbedingt in meine Favoriten nehmen. Das kaufe ich wirklich schon des Längeren nach. Ich liebe diesen Duft. Man weiß ja nie, ne? Das wisst ihr. Ultra, das ultraweiche Shea Butter mit Micellentechnologie. 50 Tücher, also 50 Arschtücher. Softstar. So sieht es aus, wenn ihr mal im Müller seid. Schaut euch die mal unbedingt an. Die sind ein Ticken besser, finde ich, wie die von DM. Und da lohnt sich wirklich, dieses Pack sich zu holen. Das Pack hier. Dann habe ich noch etwas, was ich für mein Gesicht zum Fixieren benutze. Da habe ich auch noch drei Dinge und dann noch einen Pinselreiniger und dann ist fertig. Einmal habe ich hier zum Gesichtsfixieren, habe ich irgendwie mal gedacht, ich probiere das aus.
weil das einfach eine günstigere Methode ist. Das hatte damals der Maxim angepriesst und ich hatte angefangen, damit mein Gesicht zu fixieren, weil ich es einfach gut fand. Mir ging es nicht um den langen Halt, mir ging es wirklich nur darum, um meine Puderschicht aus dem Gesicht zu nehmen. Ich finde es einfach schöner. Ich finde es wirklich schöner. Und dann habe ich angefangen, mir sämtliche Body Mists zu kaufen, einfach von Isana. Ich glaube, ich habe noch eins von, ich weiß es nicht. Dann habe ich von Trackle Moon sämtliche, ja, vor allen Dingen, weil ich ja so Melonen-Junkie bin. Bodycare, hier Coconut, können wir uns auch ins Gesicht sprühen. Das riecht einfach lecker und schmeckt einfach scheiße. Ja, also lieber Mund zu und nicht reden. Aber ich kann euch diese Teile wirklich ans Herz legen. Schaut euch die unbedingt an. Ja, genauso wie das Aquawasser mit Kokosnuss finde ich besser als das. Das von Balea finde ich besser als von Isana. Also wirklich besser. Ich werde das von Isana richten ein bisschen. Ja. Für meine Pinsel benutze ich die Dalli Seife. Ich blende euch am besten mal ein, wie das, wie die Verpackung aussieht. So ein Dreierpack für unter 1 Euro, glaube ich. Riecht nach Zitrone. Macht die Pinsel so, so sauber. Ich habe noch nichts Besseres gefunden wie die Dalli Seife. Das hier ist eher was für den Geruch, aber nicht für die tiefe Reinigung. Gerade was Foundation-Pinsel angehen oder Foundation-Eier. Ja. Für mein Gesicht habe ich noch einen Schwamm. Das ist, kommt aus der Haushaltsabteilung. Das ist, benutze ich öfters mal, wenn ich Masken entferne. Ihr kennt ja diese kleinen Pads davon. Diese hier, die gibt es beim DM, Müller, Rossmann, überall. Ich dachte aber, wieso probiere ich nicht so ein größeres aus, weil das füllt meine komplette, mein komplettes Gesicht fast aus. Damit komme ich wesentlich besser klar, weil ich das einfach öfters benutzen kann, ohne das immer wieder auszuwingen. Schaut euch die auf jeden Fall mal an. Ist ein Dreierpack, kostet auch 1,20 Euro oder sowas und ist wesentlich günstiger als diese. Und vom Material her ist es genau dasselbe. Es ist genauso weich, vielleicht sieht es einfach nur schöner aus, weil es rosa ist. Grün und blau gibt es noch. Und der letzte Jahres- und weiß was ich was Favorit, meine Zahnpasta. Ich liebe sie, ich schwöre auf sie, ich kriege, ich schwöre, Alter. Nein, ich schwöre auf die Colgate. A, ich bin ein fauler Mensch, ich möchte den Deckel nicht suchen und dran schrauben. Und zum anderen glaube ich daran, dass sie wirklich die Zähne weißer macht. Vor allen Dingen in Kombination mit der elektrischen Zahnbürste. Wie ihr wisst, vielleicht bin ich auch ein Raucher. Und trotzdem habe ich nicht ganz so gelbe Zähne wie manch anderer. Ich bleiche meine Zähne in letzter Zeit nicht. Habe auch, glaube ich, zweimal oder sowas gemacht. Aber nix. Trotzdem habe ich nicht ganz so gelbe Zähne, was meine Zahnärztin auch bestätigt. Und ich schwöre auf die Zähne. Also egal. Immer tägliche Zähne putze mindestens zweimal. Sonst nichts gut. Und die ist mein absoluter Favorit. Ich liebe diese Weine. Allein das Packaging, ne? Keine Ahnung, warum es nur noch 75 Milliliter sind. Es gab eine Zeit lang mal 100, damit kam ich besser aus. Aber gut. Ja, das waren meine Favoriten aus dem Bartbereich und keine Ahnung was aus jeder Kategorie, die ich immer wieder nachkaufe. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao!